Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, war ziemlich spannend und wir machen jetzt weiter. Ich denke mal, dass wir das, ich nenne es jetzt einfach mal Tutorial-Gebiet, mit dem nächsten Gespräch abschließen werden. Ich freue mich da auch ziemlich drauf, die Welt vielleicht ein bisschen freier erkunden zu können und deswegen sprechen wir doch jetzt mal mit unserem guten Kumpel hier und schließen Siva ab. Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Naja genau, du kannst später zurückkommen, okay. Also wir können jetzt nochmal ganz kurz... Noch nicht bereit? Ich verstehe. Viel zu tun in Siva. Die Menschen brauchen dich hier. Genau. Ich habe übrigens mal ein anderes Schild ausgerüstet. Das sieht zwar jetzt nicht ganz so schön aus, hatte aber bessere Werte. Okay, genau. Nee, also wir können hier, wie gesagt, nichts mehr machen. In das Gebiet kommen wir noch nicht. Von daher ist Siva in der Hinsicht abgeschlossen. Und ja. Deswegen, ja. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Ja, der Bart ist doch sehr zottelig. Muss ein wenig getrimmt werden. Oh Scheiße! Layla, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort! Layla, aufwachen, aufwachen! Muss ich etwa da runterkommen? Layla? Layla! Komm zurück! Layla, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Ah, okay, so, jetzt sind wir in der Gegenwart. Klassische Herausforderung abgeschlossen, der letzte Magi. Okay, so. Gut, das ist der Animus. Joa. Alles ein wenig anders als am Anfang. Och, ja. Ist okay, schätze, wenn du mich dann in Ruhe lässt. Das Fragezeichen. Ägyptische Mysterien, geheime wissenschaftliche Untersuchungen, Nachforschungen, versteckte Kamera in Pyramiden. Wurden sie von Aliens erbaut? Wir beleuchten die Mythen und die Beweisen. Spuren antiker Technologie, eine Verbindung zu den Göttern oder Aliens, nicht verpassen, verschlüsselte Botschaften rund um die Sphinx, Interview mit dem berühmten Ägyptologen und Wissenschaftler Dr. Leif E. Everett. Der Name sagt mir irgendwie was. Mumifizierung und das Leben danach, Spuren antiker ägyptischer Geister mitten unter uns. Ich brauch das Medikit. Ja, ja, ist okay, komm. Bevor die weiter nervt. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Die packt nie genug Snacks ein. Okay, scheint fertig zu sein. Ich will mich trotzdem eigentlich mal ein bisschen umgucken. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Oh, wow. Das ist eine richtige Tratstante. Oh, ja, nice. Ach stimmt, das ist mit seinem Körper verbunden. Das ist Bayek. Ja, na gut, jeder stirbt mal, ne? So, und ich glaube, hier runter können wir nicht. Aber cool. Gut zu wissen, dass wir sein Grab gefunden haben.
Scheint also nicht auf dem nächstbesten Scheiterhaufen verbrannt worden zu sein. Oder okay, falsche Zeit vielleicht, aber. Oder irgendwo in einem Massengrab gewandert zu sein. Er scheint wirklich, ja, anständig begraben worden zu sein. Oder, ja, wie nannte man das früher halt? Ein Balken. Ein halber Balken. Oder halt mumifiziert zu werden. Hoho. Ach, wie cool. Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir hier machen können. So, das sind wir. Das ist wahrscheinlich unsere Freunde, mit der wir sprechen. Was haben wir denn hier? Handbuch für Angestellte. Okay. Ich werde das einfach mal alles hier so ein bisschen genau... Ich werde mir das selber mal privat durchlesen. Ich werde euch das jetzt einfach mal alles anklicken. Dann dürft ihr euch das durchlesen. Das werde ich jetzt aber nicht alles vorlesen. So. Keine Ahnung, vielleicht interessiert es ja einige von euch. Oh, okay, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen langsamer durchgehen. Okay, so. Okay, was haben wir hier noch? Animus-Handbuch. Eieiei, was gibt's denn hier alles? Wahnsinn. Ja, kein Wunder, dass sie keine Lust hatte, das alles zu lesen. Hätte ich auch keine Lust drauf gehabt. Das sind viele Sachen. Ach ja, wenn man bedenkt, wo das alles mal angefangen hat. Mit Assassin's Creed. Und wo es jetzt im Endeffekt gelandet ist. Ah, Warren Widdick lese ich da gerade. Wahrscheinlich sind das alles so Konzeptsachen, so wie das alles mal aufgebaut wurde. Ah ja, der Animus 1.28 war stabiler als je zuvor. Genau, das ist, glaube ich, der, den wir ja aus dem ersten Teil kennen. Ja, interessant, das werde ich auf jeden Fall alles mal selber durchlesen. Relativ cool. Ach, nice, was sieht man denn hier? Aus Assassin's Creed 3. Beziehungsweise auch aus Brotherhood. Das war hier, das ist ein Bild aus Brotherhood. Das ist ja der Vater von Connor. Ich glaube, das war die Frau. Hier haben wir Connor, das war Ezio, das war hier ein Arzt, das war so ein Doktor aus Assassin's Creed 2. Was haben wir hier unten noch? Edward Kenway, auch wieder was aus Brotherhood. Connor nochmal, Connors Opa Edward. Ja, coole Sache. Nice. Genau, und hier auch nochmal. Ah, und das ist der Portable Animus HR8. Das ist die neueste Entwicklung von Abstergo. Okay. Ja, cool, hat sich halt immer weiterentwickelt. So. Hier ist noch eine Datei. Okay, das ist anscheinend die Datei, die jetzt für uns bestimmt ist. Design des Animus schließen. Bayex-Notizen. Okay, das ist anscheinend die Sache. Der Mann ist genauso stur wie ich. Er kann gut mit Menschen umgehen und kämpfen kann er auch. Die Leute sehen ihn als Beschützer oder Verteidiger an. Seine Gemeinde bewundert und respektiert ihn. Er ist wie ein Schatten, wenn es darum geht, nicht aufzufallen. Ja, außer wenn ich den spiele. Da bin ich kein Schatten. Auch wenn ich es manchmal gerne sein würde. Okay, Intro. Was haben wir denn hier? Okay, meine Güte. Ganz schön viele Sachen alle. Aber ich meine, es gibt ja immer Leute unter euch, die sich so wirklich in diese komplette Geschichte reinfinden wollen. Was ich ja auch nicht schlecht finde. Deswegen kann man sich das gerne alles durchlesen. Und ich werde es selber auch noch machen. Oder zumindest einzelne Teile davon. Ich finde, das erläutert halt immer ein bisschen ganz gut so Hintergrundsachen. Ich meine, vieles weiß ich natürlich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, weil, ja, einfach mit der Zeit, wenn die ganzen Spiele über die Jahre rausgekommen ist, vergisst man natürlich auch einiges, aber ich glaube, würde man die Spiele alle nochmal straight hintereinander spielen, würde man bestimmt viele gemeinsam... LOL. Eine Anspielung aus Watch Dogs. Ja, nice, man hat ja auch gesagt, das spielt im selben Universum. Ja. Ja, das ist eindeutig hier aus Watch Dogs 1. Aiden Pierce. Oder wie er hieß. Ich glaube, er hieß ja so. Ja, coole Sache, dass man hier so... Aber es wurde ja schon mal gesagt, Assassin's Creed. Have you seen this man? Ja.
Ah, genau, da hat man ihn ja gefunden. Mit der verbrannten Hand. Ja, ich fand ihn immer noch, er sah sehr komisch aus in Teil 3. Okay. Ah ja, das war ja unser Vater, glaube ich, von, genau, es war im Teil 3. Genau. Ja, genau, und dann wurde ja Warren Riddick umgebracht. Okay, was haben wir denn jetzt hier noch? Posteingang. Eieieiei. Alter Schwede, ja gut, ob ich das jetzt alles... ich das jetzt wirklich alles... Wartet mal, das Beginn 2014. Ja gut, komm, wenn ich jetzt einmal da... Wenn ich jetzt einmal dabei bin, gehe ich kurz alle Sachen durch. Ich meine, dann kann mich wenigstens... Kann mir keiner sagen, ich bin nicht wenigstens alles durchgegangen. Also da müsst ihr jetzt auch halt ein bisschen schneller vielleicht einfach pausieren. Aber ich habe jetzt keine Lust, bei jedem so ewig lange zu warten. Textdateien in allen Ehren, aber Alter, das ist too much. Habe ich eins übersprungen? Ich weiß es gerade nicht. Ja, Mann, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Okay, das war die letzte. So, Bilder, was haben wir denn hier noch? Okay. 1989. 1994. Mindestens Square Garden. 2004. 2011. Ja, coole Sache. Das sind wir also. Ja, ich meine, ist ja unser Computer. Medien. Mach's gut und danke für den Fisch, Berkeley. 21. März 2006. Der Tag, an dem Leila Hassan das College schmeißt. So ist es, Professor Moore. Ich schreibe Ihre Jane Eyre-Hausarbeit nicht zu Ende. Ich habe einen Job und nächste Woche fahre ich nach Philly. Diese ganze Hörsaalsache, das ist nichts für mich. Mom und Dad drehen durch, aber sie werden es akzeptieren. Ich arbeite auf etwas Echtes hin, verdiene echtes Geld und ich werde näher an zu Hause wohnen. Nicht, dass ich öfter hinfahren werde. Sophia versprach, dass ich immer bei Abstergo arbeiten kann, solange ich ihnen zeige, was ich mit einer Leiterplatte und einer Zange alles anstellen kann. Klar, ich muss mich hocharbeiten, um einen Platz in diesem besonderen Projekt zu bekommen, aber das macht nichts. Es wird nicht lange dauern, bis Sie oder Ihr Vater, Mr. Alan Wicken, merken, was ich drauf habe und mich um Hilfe beim Animus bitten. Okay. Ich schwöre, ich kriege mehr gebacken, während ich auf dem Klo die neueste Ausgabe Wired lese, als alle anderen hier den ganzen Tag über im Labor. Ich meine das. Bodyband? Echt jetzt? Wenn Leute sich nicht von selbst bewegen können, werden sie es sicher auch nicht machen, wenn es ihnen von einer Uhr gesagt wird. Es ist alles so sinnlos. Ich sollte zurück zu... Warte mal. Das ist wahrscheinlich genau das, was das Bodyband mir sagen würde. Ich sollte viel besser etwas bauen, das einerseits die Leute so richtig umhaut und andererseits die Türen zum Animus-Projekt öffnet. Und nichts von Abstergo Fitness ist dafür groß genug. Ich langweile mich zu Tode. Aber Langeweile ist das beste Doping für Kreativität. Ja. Ich denke, das Bodyband braucht ein paar kleine Änderungen an seinem Sprachverarbeitungsprogramm. Eine gute Entscheidung fühlt sich immer wie zu Hause an. Mein Zeug ist noch da. Mein Spind riecht wie immer. Als wäre ich nie weg gewesen. Aber ich war weg. Und ich kann nie vergessen, was ich gelernt habe. Wie wird das meine Arbeit bei der Abteilung für historische Recherche verändern? Schwer zu sagen. Aber sie wird sich ändern. Adon hat was zum Lunch reserviert. Nichts Schickes. Sie stellt mir die Energie vor, meine neue Sanitätsoffizierin. Sie sieht aus, als ob sie vom Land kommt. Aber sie scheint okay zu sein. Unfassbar, dass sie mir selbstgebackene Kekse mitbringt. Ich weiß nicht, warum ich ihr erzählt habe, dass ich letzte Woche sitzen gelassen wurde. Ich rede nie über Privatsachen im Büro. Immerhin scheint sie vertrauenswürdig zu sein. Das braucht man, um im Einsatz am Leben zu bleiben. So schade, dass die taktischen Einheiten von Abstergo keinen Wert auf Vertrauen legen. Aho, der portable Animus.
Keine Erwähnung in den Credits. Aber die ganzen E-Mails, all die nächtlichen Anrufe aus Madrid. Da steckt viel von mir drin. Sophia, wenn ich gewusst hätte, dass du nur mein Gehirn ausbeuten und mich außen vor lassen willst, wäre ich dir nie gefolgt. Geht weg! Es gibt hier keine Süßigkeiten. Nichts im Leben ist jemals umsonst. Nie. Der Animus, das ist doch... Ich weiß, dass er ohne meine Tipps nicht laufen würde. Sieh dir nur an, wie sie... Der Kühlkörper, die VRMs, der Hochspannungstransistor. Ich war es, die ihnen gesagt hat, dass das den Fehler in der... Was ist das? Na, aber hallo, DNA-Lesemodul. Klingelst du an meiner Tür? Vielleicht gibt es hier am Ende doch noch Süßigkeiten. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Sophia kein Händchen für gutes Personal hat. Das ganze Werk in Madrid ist... Wie konnten sie das nicht merken? Dabei ist es so einfach. Man muss nur die genetischen Erinnerungen gliedern und mit kleineren Datensätzen arbeiten. Man könnte sogar mit unvollständigen Proben arbeiten und trotzdem ein verlässliches Modell mit hoher Synchronisation bekommen. Das Lesemodul und die Entschlüsselungssoftware bräuchten ein Update, aber das ist machbar. Und die in Madrid feiern bestimmt schon, nur weil sie so weit gekommen sind. Inzwischen mache ich hier Party mit vergammeltem Veggie-Curry, 3 Plasmabildschirmen, einem aufgeschraubten Animus und Raw Victorias Debütalbum in Dauerschleife. Prost. Die wird sauer sein, wenn sie sieht, dass ich Miltons DNA benutzt habe. Aber was erwartet sie, wenn sie mich um Hilfe bittet? Ich brauchte ein genetisches Profil, um den Animus zu testen und, naja, seid zwar eben da. Alles im Namen der Wissenschaft. Ich mag Vormittagsmeetings. Die sind kurz, der Unsinn hält sich in Grenzen und es gibt gratis Kaffee. Keine Freizeit diese Woche. In 2 Tagen setzen sie mich und die in ein Flugzeug nach Alexandria. Ich verstehe nicht, warum es Hathaway so eilig hat. Man schickt uns auf die Suche nach einem Artefakt. Offenbar ist dieses Artefakt von Interesse gleichzeitig eine Person von Interesse. Aber ein Artefakt, das schon 2000 Jahre da rumliegt, das läuft doch nicht weg. Ein Artefakt von Interesse, das kommt mir bekannt vor. Am Ende ist es doch immer nur eine Tonscherbe oder ein halbes altes Buch. Mein Animus läuft mit DNA, nicht mit Töpferwaren. Es wird komisch sein, zum ersten Mal seit 2013 wieder in Ägypten zu sein. Damals habe ich nach meinen Wurzeln gesucht und nur Ärger bekommen. Es ist gut, dass die mitkommt. Sie hält mich immer davon ab, etwas allzu Dummes zu tun. Okay, finde ich cool, dass wir jetzt mal so ein bisschen erfahren, wie sie so von den Anfängen von Abstergo bis halt zu ihrer Mission gekommen ist. Offenbar ist dieses Artefakt von Interesse gleichzeitig eine Person von Interesse. Eine Mumie. Und eine einmalige Gelegenheit. Ich habe die über ein paar Änderungen an unseren Missionsparametern informiert. Sie hat sich aufgeregt, aber ich weiß, wie gespannt sie ist, mein Animus in Aktion zu sehen. Abstergo hat nichts dagegen. Naja, das hätten sie, wenn sie davon wüssten. Aber das tun sie ja nicht. Hathaways Aufklärungsdaten sind für den Arsch. Wir haben keine Ahnung, was uns bei dieser Mission erwartet. So ein Einsatz macht Spaß, aber deshalb bin ich nicht aus Berkeley weg. Wenn der Animus so alte DNA akzeptiert und das Lesegerät die fehlenden Codone nachbilden und genetische Erinnerungen extrahieren kann, die nicht von mir sind, dann verliert Sophia ihren Abstergo. Abstergo wird auf Knien angekrochen kommen. Mein Name wird in einem Atemzug mit Warren Wittig genannt. Anna Mutakida Minda. Zu dumm, dass das Werk in Madrid hochgegangen ist. Aber ich wette, sie bauen bald ein neues. Und zwar in Philly. Und die leitende Ingenieurin wird Leila Hassan heißen. Okay, sie scheinen von einer sehr steilen Karriere bei Abstergo zu träumen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Okay. So, das gucken wir uns jetzt noch an und dann gehen wir endlich zurück. Dann tut es mir leid, dass diese ganze Folge jetzt eigentlich nur aus so Dateien bestand, aber ich fand es einfach wichtig, das alles mal durchgegangen zu sein. So, was können wir hier? Wir können ja nur noch ausmachen. Oh, Papierkorb. So, schön, dass wir da auch reingeguckt haben. So. Hier mit ihr können wir nichts machen. Ah ne, hier kommen wir nur ins Menü und dann würde ich sagen, ausmachen. So, jetzt haben wir uns aber... Nee, das war ja mit dem einen Balken. Ein halber Balken. Hier hoch können wir, glaube ich, nicht, oder? Oder kommen wir hier ein bisschen raus? Ach, cool. Kommen wir sogar? Oh, was haben wir denn hier? Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Okay, können wir die aufheben?
Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Okay. Ja doch, können wir anscheinend aufheben. Gut, dann laufen wir doch hier jetzt mal kurz ein bisschen rum. Oder schauen zumindest mal, habe ich auch so eine... Ah, nice. Cool. Wir können hier tatsächlich auch so eine Fackel nehmen. Oder was heißt Fackel? Eher so ein Leuchtstab. Ich möchte mich einfach einmal in der Gegenwart umschauen. Und wenn wir dafür halt jetzt einen ganzen Part brauchen, dann sei dem so. Hey, schick, schick. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas zum Angucken? Nö. Aber wie weit können wir hier rumlaufen eigentlich? Haben wir eine... Gibt's eine Karte? Nee, gibt's nicht. Ah, okay, na gut, hier geht's dann nicht mehr weiter. Ich sollte mich nicht zu weit entfernen. Ja, nee, okay, gut, hier geht's dann nicht mehr weiter. Okay. Dann machen wir uns mal wieder auf zurück. Hier scheint ja jetzt soweit nichts mehr zu... Ach, uns fehlt ein Reifen. Alles klar. Die ist aus der Puste. Gut, dann nehmen wir jetzt hier eine kleine Abkürzung. Und gehen zurück. Oh. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Oh, sei nicht so aggro. Okay. Jetzt frage ich mich, wie viele Dateien, wie viele Sachen denn hier rumliegen. Zwei Sachen habe ich bis jetzt gefunden. Mehr sehe ich jetzt aber auch gerade nicht. Nö, mehr scheint hier nicht zu sein. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Gut. Möchtest du in den Animus zurückkehren? Na, warte mal ganz kurz schauen. Ja, doch, würde ich sagen, dann... Nee, beziehungsweise wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt hier einfach den Part beenden. Ich bin jetzt einfach mal so gemein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Assassin's Creed Origins wieder und gehen dann in den Animus zurück. Wie gesagt, der Part war halt eigentlich jetzt ziemlich, ja, text- und audiolastig. Aber ich denke mal, auch das gehört dazu. Ansonsten... Ja gut, okay, wenn ich jetzt sagen würde, skippt den Part einfach, bringt euch jetzt auch nichts mehr, wenn ich euch das jetzt sage. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, der Part hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar würde ich mich wie immer freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part von Assassin's Creed Origins wieder. Bis dahin, ciao.